Das ist eine tolle Frage. Nein, ich meine, wie immer, wenn man die Zahlen anschaut, da wird man schon ganz verwirrt. Die meisten Leute denken ja, Deutschland hat Schulden. Stimmt überhaupt nicht, wenn man die Assets oder die Vermögenswerte des deutschen Staates rechnet. Vor allem den Boden und Immobilien mal richtig bewertet, hat ja Deutschland ein riesiges Vermögen. Aber viele andere Länder haben auch ein Vermögen, das von dem ist nichts so Spezielles. Und zu viel und zu wenig, das ist immer eigentlich die falsche Frage, sondern die Frage ist, spart Deutschland richtig? Und man spart ja, um später reicher zu werden. Ich meine, Deutschland ist deshalb auch sicher nicht der Sparweltmeister, das ist völlig klar. Der wahre Sparweltmeister, wenn wir schon jemanden so betiteln wollen, ist die Schweiz. Wir haben richtig gespart, wir haben eine tiefere Staatsquote als Deutschland, geben aber heute pro Kopf wesentlich mehr aus für alles und jedes als Deutschland, weil wir eben richtig gespart haben, wird man reich mit der Zeit und dann gibt man für alles und jedes mehr aus. Sonst wieder falsch oder richtig sparen, das sollte der Bürger entscheiden, wie man spart und für was man spart. In Deutschland entscheidet nicht der Bürger, da entscheiden Politiker. Selbstverständlich müsste Deutschland ein wettbewerbliches politisches System haben, da könnten sie wieder, man muss nicht immer von der Schweiz lernen, aber hier kann man wirklich viel von der Schweiz lernen. Natürlich braucht Deutschland viel mehr direkte Demokratie. Natürlich braucht Deutschland Dezentralisierung und lokale Autonomie, so dass eben richtig gespart wird. Natürlich bräuchte Deutschland etwas, was die Schweiz auch hat. Das ist jede Gemeinde, jede kleine Gemeinde hat einen eigenen Rechnungshof. Da kann aber nicht nur schimpfen wie der deutsche Bundesrechnungshof im Nachhinein, sondern immer im Vornherein, bevor entschieden wird, hat hervorragende Eigenschaften für eine gesunde Finanzpolitik. Und man könnte auch beim deutschen Wahlsystem etwas verbessern. Kann Deutschland wieder etwas von der Schweiz lernen? Deutschland hat zurzeit eine Koalition der Verlierer bei den Wahlen. Die Schweiz hat ein System, bei der es immer Koalitionen der Gewinner gibt. Nämlich diejenigen Personen aller Parteien, die gewählt werden in der Regierung, die machen zusammen immer eine Koalitionsregierung, eine Koalition der Gewinner und die macht bessere Politik.